Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Farm-Vlog. Ja, heute mal nicht in Arbeitsklamotten, sondern ein bisschen legerer, sag ich mal. Und zwar sind wir auf Geschäftsreise, kann man so sagen. Eigentlich die erste, richtig. Und zwar hat Vredestein eingeladen. Wir sind gerade in den Niederlanden bei Lattrop. Das ist ungefähr 10 Minuten von der Grenze ungefähr entfernt von Nordhorn. 10 Minuten noch ungefähr. Und wir sind eingeladen worden. Wir können ihm eine kleine Roomtour geben. Die nächsten 1,5 Tage sind wir hier. Heute ist eigentlich nur Ankunft und ein bisschen Ankommen, Abendessen und so. Morgen ist dann ganze Reifenvorstellung und alles sowas. Ja, wir können mal eben schnell unser Zimmer angucken, beziehungsweise unser Haus. Hier erstmal so ein kleiner Eingang. So, hier schon mal ein kleines Toilettchen. In Wohnbereich rein. Und Minibar habe ich noch gar nicht gesehen. Machen wir mal reingucken. Oh, siehst du, ein kleines Pilz steht hier auch. Ottmar. Machen wir eben ein bisschen Schoki auch, wichtig. Ja, ansonsten so auf einer Kabine mal gucken, den vielleicht mal anmachen, da hatte ich ja noch Lust zu. Und hier kannst du gleich nach raus gucken. Ist die Scheibe jetzt auf. Die war eben so sauber geputzt, ich wäre da beinahe gegen gelaufen. Der hat noch ein bisschen Kischis gucken. Und hier ist dann ein Bettchen. Aber echt alles schön offen und hell. Gefällt mir. Könnt ihr auch eine Woche länger bleiben. hier noch ein bisschen Schreibtisch. Und hier geht es dann ins große Badezimmer quasi. Jo. Schon Beauty-YouTuber bald. Ich schul um. Aber wie gesagt, auf jeden Fall schon mal besten Dank an Vredestein für die Einladung. Und morgen gibt es dann halt den ganzen Tag erstmal Werksbesichtigung in Enschede und dann die neuen Neuigkeiten von den Vredestein-Reifen vorstellen. Ich habe hier im Vorbeigehen gesehen, alles ist so eine ganze riesige Anlage. Ich filme da nachher auch nochmal ein bisschen hin. Die ganzen Träger und Mähdrescher oder Häcksler, was das war, stand da schon und da wird dann morgen so ein bisschen was eben gezeigt, gehe ich zumindest mal von aus. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Of 25 years of Vredestein traction. Well, isn't that a nice taxi? We could have ordered a limo, but this one's bigger and way nicer. You hold T7-290 fitted with Vredestein tires on the front and on the rear, and with the CTIS, the central tire inflation system, and you wouldn't tell, but these tires have already lasted for 3,600 hours. And on the back, a jumbo cutting a longer wagon, and we would have wanted the newest one, but the demand on that machine is very big. So we just got the jumbo 7220, and of course also this one is fitted with Vredestein tires. Yes, both of these customers, New Holland and Pottinger, are both big OEM customers of ours. Ladies and gentlemen, the Case International 1455 XL. They started production in 1979 as 1455. 9 liters at the time. Fitted, as I told you, with the traction harvest tire. And Joost will explain the difference between the tractor tire and the harvest tire. Yes. So first of all, this is a completely different machine than in comparison with a tractor. So when we look to this machine, we see here the max total weight, 19,000 kilogram. So these tires have to carry a lot of weight. But
when we look to the tread pattern, we see again the traction concept, because they also this machine need traction and comfort, so the comfort zone and traction zone is implemented. But when we really look good to the tread pattern, we see this is not as a flat contour like the Flotation Pro, but it has more a curved contour, meaning that those lugs will first touch the soil. And when these are touching the soil, meaning that the machine has a grip in the soil first, those machines often work on slopes, and you want to have the side grip, not that the machine will slide off the slope. So therefore these lug noses are really important for delivering stability and side grip. Also, we call this the comfort zone, meaning such a machine only has one suspension. That's only the seat suspension. It's not like a tractor with front suspension and cabin suspension. It's only the seat, and the rest should come from the tires. So the tire comfort zone is really helping, giving the driver comfort when he's driving from field to field. Here at the product presentation of a Bredestein. Ladies and gentlemen, Bredestein Flotation Optimal VF Instrument Tire. Joost, revolutionary tire from Bredestein. It is a really nice tire. We are really proud that we have developed this tire now. You see it for the first time. Also, I can show it to you all. Oh. I think Heike was just a tenth of a second later when she stopped. This is the difference when both tractors are driving on cruise control on 5.0 kilometers an hour. So no cheating on that. They had the hands off of the controls and the feet off of the gas pedal. What's the difference, Joost? Did you already measure? Again, 3.5 meters. Okay, great. And we can go back. Wir sind jetzt gerade auf dem Demofeld. Ich hoffe, man hat von der Präsentation eben so ein bisschen was gesehen auf der GoPro. So, jetzt gerade wurde der neue Reifen vorgestellt und was wir gesehen haben, dass die beiden Trecker hier im leichten Untergrund bei dieselbe Geschwindigkeit gefahren haben und durch den niedrigen Reibewert bzw. die Leichtzügigkeit ist nur durch den anderen Reifen hinten am Güllefass, die Güllefässer sind uns voll, der Trecker 5 Meter weitergekommen. Selbes Gewicht, selbe Fahrgeschwindigkeit, nur durch die anderen Reifen am Güllefass. Hätte ich selber auch nicht gedacht, dass es so einen Unterschied macht, aber ja, kann man mal sehen. Ne? Ansonsten werden wir gleich noch eben hier einmal vorbeigucken, da gibt es ein paar Spiele, sag ich mal, wo man gleich selber mal ein bisschen fahren darf. Gucken wir noch mal ein paar Reifen an. So, hier nochmal ein schneller Überblick über den Fuhrpark eben. Hier vorne interessiert uns gar nicht so, aber hier hinten da stehen die richtigen Trecker. einmal 7710 und dahinter 1455.
Und wenn ich das gerade richtig verstanden habe, oder in der Vorführung verstanden habe, der 1455 hat immer noch die ersten Reifen drauf, bin ich der Meinung. Und klar, die haben schon ein bisschen was runter, aber man sieht immer noch deutlich das Profil. Und ja, ist immer noch, wer das noch nicht mitgekriegt hat, in der Mitte ist diese Komfortzone, wo immer extra ein bisschen mehr Gummi ist, damit die ja, schön auf der Straße liegen. Und hier, damit die extra mehr Grip haben, ist das Profil extra so angeordnet, dass er hier fast, ja, nicht ganz im 90 Grad Winkel liegt, aber schon deutlich steiler als bei anderen Reifen. Das sind jetzt übrigens 665 R28, also breite Latschen vorne auf jeden Fall drauf. Und so, was hat er hier? Auch 665 28. Haben wir schöne Träger auf jeden Fall. So, wir gucken gleich nochmal eben hinten zu der Mulde. Da sind nämlich die neuen Reifen drauf, die heute vorgestellt wurden. Das müssten dann auch die gleichen sein, die auf dem Güllefass eben waren. Nee, doch nicht. Die wurden heute aber neu vorgestellt. Endurischen Trailer. Die sind extra ja, für Straßenbau und so extra geeignet. Viel auf der Straße laufen und auf extra für Körper, die sind extra noch stabilisiert, dass er nicht hin und her walkt beim Abkippen, weil so eine Mulde hat natürlich dann einen hohen Schwerpunkt. Dafür sind die auch noch extra ausgelegt. So, hier noch ein kleiner Spielplatz aufgebaut. Hier kann man ein bisschen Wasser stapeln mit dem Teleskoplader. Und da hinten Mulde rückwärts schieben, so schnell es geht. So, wir waren eben noch auf einer Werksführung in der Bredesteinfabrik. Also schon sehr interessant gewesen, muss ich sagen. Allein das Lager, wo wir da drin waren, das Wahnsinn. Vom kleinen Rasenmäherreifen bis zum 900er Treckerreifen, da war ja alles und wahnsinnig viele Reifen da liegen. Ich hätte auch nicht gedacht, wie viel Handarbeit in so einem Treckerreifen immer noch drin steckt. Von der Karkasse bis über den Gürtel. So, weiter am Text. GoPro muss man eben laden. Ja, bei der Firmenführung war ich gerade. Man durfte leider im gesamten Gebäude nicht filmen, außer eine kleine Stelle da beim Vulkanisieren. Leider war aber gerade kein Reifen fertig, da waren ja diese ganz großen Kessel. Ich blende eine kurze Aufnahme mal eben ein. Die ganzen großen Kessel waren da und da kommen sonst die fertigen Reifen raus. War in der Zeit leider keiner fertig, der hat noch 30 Minuten oder irgendwas gedauert. So lange konnten wir da leider nicht warten. Das war ein bisschen ärgerlich, aber ansonsten sehr spannende Führung auf jeden Fall. Ich habe so einen Reifenwerk auch noch nie gesehen von innen. Man denkt ja mal, ja, die kippen so ein bisschen Gummi da zusammen und dann wird das gepresst und fertig. Aber was dafür aufwendig ist, das muss ja, ja, die Lauffläche hat ja eine andere Gummimischung als außen, weil die anderen Bereiche eigene Aufgaben haben und ja, alleine das Ganze vorbereiten und ja, statische vom Reifen erstmal bemessen, sage ich mal. Der soll natürlich flexibel sein, der Reifen, soll aber doch ein bisschen halten und an den Felgen richtig haften, dass die Felge nicht weiter dreht. Innen drin soll der aber schön weich sein für gute Laufruhe und da gehört schon ein bisschen was zu. Ja, womit man so eigentlich gar nicht rechnet, was man gar nicht so im Kopf hat. War auf jeden Fall sehr interessant. Und zum anderen waren wir dann auch in einer Halle, wo Komplettreifen noch montiert wurden, die zum Beispiel zu Krone, Pöttinger und McHale und was weiß ich gehen. Da war so eine Anlage. Erstmal habe ich noch nie gesehen, dass so schnell Reifen aufgezogen werden. Ich glaube, 4 Stück. 22,5 Zoll waren das. Ich glaube, in 5 Minuten waren die aufgezogen oder so. Dann kam die in so ein großes Förderband und dann wurden die aufgepumpt. Nicht einfach mit dem Schlauch durchs Ventil, sondern da fuhr so ein Ring runter und quasi über die Felge und hat dann in 5 Sekunden da deine 2,5 oder 2 Bar, was drauf kam, an Luft reingepumpt. Das war schon ja, Wahnsinn zu sehen. Also die Führung war auf jeden Fall top. Kann ich nur empfehlen, falls man so irgendwie mal an sowas rankommt, so eine Führung gerne mitmachen. Das war wirklich interessant, muss ich sagen. So, Redeschein-Veranstaltung zu Ende. Wir sind jetzt auf dem Heimweg und ja, wir haben jetzt eigentlich durch Zufall hier gerade so einen landwirtschaftlichen Betrieb gesehen, sind wir vorbeigefahren. Mit so einer Siloanlage und der ist jetzt auch ja, kurz neben Lattrop, also da, wo wir die Veranstaltung hatten. Und wir haben mal eben gefragt und der total freundlich, der Mann hier, und dürfen wir auf jeden Fall filmen.
Die GoPro streikt schon wieder, deswegen mache ich mal eben schnell mit dem Handy weiter. Ja, hier die Fahrsiloanlage ist, ich weiß gar nicht, halbautomatisch oder ganz automatisch. Und zwar sieht man hier diese Plane. Und hier diese Schläuche, die hier lang führen, die sind mit Wasser gefüllt. Die kann man dann voll und leer pumpen, je nachdem, wie man das Silo gerade auf hat. Und damit wird das Silo natürlich beschwert. Wo man sonst immer Sandsäcke schleppen musste, kannst du jetzt einfach Wasser reinpumpen. Und wenn wir hier zum anderen Silo gehen, erstmal natürlich alles sehr aufgeräumt, dabei sind alle Betriebe hier in den Niederlanden, ist uns aufgefallen, alle sehr sauber gehalten. Und die Niederländer sind sowieso für gute Silagequalität bekannt. Wenn wir uns hier mal eben angucken, hier ist jetzt gerade ein Silo natürlich offen. Und diese Plane wird dann einfach durch so ein Gestell hier oben aufgerollt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es hinter aussieht, aber normalerweise denke ich, dass die Wassersäcke da dann auch noch voll sind. Ist natürlich eine enorme Arbeitserleichterung. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das das erste Silo so in den Niederlanden mit dieser Technik oder einer der ersten gewesen. Ich habe das irgendwo schon mal im Internet gesehen, aber so in Real Life habe ich das noch nie gesehen. Ja, ansonsten, wenn wir den Silo angucken, sagt er hier eigentlich immer sehr gute Qualität bei den Niederländern. Aber sehr interessant und innovativ natürlich, also mit PV-Anlage oben drauf für Stromversorgung. Finde ich schon sehr interessant, das wollte ich mal eben schnell zeigen, wenn wir hier mal eben vorbeifahren. Ja, hier sieht man nochmal, das ist ja eigentlich gar nicht so richtig auf einer Schiene, sondern läuft hier quasi so lang das Rad. Wenn man so guckt, hier ist dieser Träger ja. Und ja, wird dann immer weiter nach hinten gefahren und dadurch wird die Folie aufgerollt. Ich sehe gerade, da ist gar keine normale Silofolie unter, anscheinend ist das nur diese Folie, die da drauf liegt. Dann braucht man echt keine Silofolie rüber machen, sondern nur noch diese weiße Decke, wo diese Schläuche dann drauf liegen. Das ist natürlich dann eine enorme Arbeitserleichterung, ne? Wenn du keine Silofolie mehr überhinziehen musst, keine Säcke, keine Netze, gar nichts. Ja, lässt einfach nur dein Apparillo dann da eben einmal rüberlaufen und dann bist du quasi fertig mit Silo-Abdecken. Ja, und wir sind jetzt schon wieder zu Hause. Auto mal eben ausräumen und dann setze ich mich, glaube ich, schon gleich ans Schneiden. Das war mal ein kleiner kurzer Vlog zwischendurch. Ich denke mal, den lade ich so, ja, irgendwie zwischendurch mal schnell hoch. Vielen Dank nochmal an Bredestein für die Einladung. Hat uns auf jeden Fall sehr gefreut und auch Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr könnt auch so ein bisschen was lernen. Ansonsten, falls ihr irgendwie noch Fragen habt, gerne an eure Reifenstelle wenden oder so an Fredestein-Vertreter, gerne auch E-Mail schreiben und so. Die können euch dann auf jeden Fall besser weiterhelfen. Ja, waren viele Informationen, die wir da gekriegt haben. Das konnte ich so schnell gar nicht im Video alles weitergeben. Und bevor ich was Falsches sage, fragt lieber irgendwie nach und dann kriegt ihr auf jeden Fall Informationen. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Vlog nochmal wieder, würde ich sagen. Und ja, bis dahin. Ciao und seht zu.